Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Grünen wollen ja mit ihrem Antrag eine intensivere und stärkere parlamentarische Debatte über das ganze Verfahren, über den ganzen Prozess des Länderfinanzausgleiches. Da stimme ich absolut zu. Ich weiß auch, dass nach unserer Verfassung auch die Mitglieder des Bundesrates sozusagen an den parlamentarischen Debatten teilnehmen könnten. Aber ich stelle hier nur eine konzentrierte Einigkeit in der Abwesenheit fest. In der Tat würde ich auch eine frühere Einbindung des Bundestages sehr begrüßen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Allerdings möchte ich nicht auch erleben, dass wir nur dann wieder in Kommissionen verwiesen wären, wo wir dann eine besonders hohe, elitäre Form des Zeitvertreibs betreiben und dann wieder keine Ergebnisse rauskommen, die im parlamentarischen Verfahren dann umgesetzt werden können. Die Grünen müssen allerdings schon auch klären, welche Rolle sie dem Föderalismus in dieser ganzen Frage beimessen wollen. Sie wollen ja auf der einen Seite auch, wie wir alle, dafür sorgen, dass der Bund nicht zu sehr in Anspruch genommen wird. Aber gleichzeitig wollen sie an anderer Stelle das Kooperationsverbot aufheben. Kollege Brinkhaus hat dazu das Notwendige gesagt. Sie wollen auch an anderer Stelle mehr Zentralisierung. Das wollen wir nicht. Man kann nicht auf der einen Seite für den Föderalismus sein, und wo es gerade passt, und auf der anderen Seite, wo es gerade passt. Ja, ich komme darauf noch zurück. Wo ich Ihnen zustimme, ist keine Frage. Wir müssen darauf Wert legen, alle zusammen, dass die Länderhaushalte konsolidiert werden, dass sie in der Lage sind, dann die Schuldenregel auch einzuhalten. Aber hier liegt auch in erster Linie die Verantwortung bei den Ländern selbst. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Konsolidierung bedeutet, auch in den Ländern und Kommunen muss natürlich eine sehr verantwortungsbewusste Haushaltspolitik vorgenommen werden, nicht, dass man sich nur dann auf den Bund verlässt. Und hier liegt natürlich die Verantwortung in besonderer Weise bei den jeweiligen Landesregierungen. Wir wissen, dass wir solidarisch sein müssen, dass wir unterstützen müssen, beispielsweise auch die Länder, die aus eigener Kraft eben das nicht können, wie zum Beispiel Bremen und Saarland. Auch da gibt es vernünftige Vorschläge, aber diese Vorschläge müssen dann auch streng befristet und eingehalten, konditioniert und überwacht werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme noch mal zurück darauf. Es geht darum, den Ländern, dass die Länder in Zukunft ein höheres Maß an Eigenverantwortung wahrnehmen müssen. Wir schlagen auch vor, hier den Spielraum zu erweitern. Bundesminister Schäuble hat, glaube ich, einen sehr guten Vorschlag in dem Zusammenhang gemacht, dass er bei sozialen Leistungen beispielsweise eine Öffnungsklausel vorschlägt, die es dann den Ländern ermöglicht, auch von dem Rahmen des Bundes in gewisser oder von den Vorgaben des Bundes in gewisser Weise abzuweichen. Und wir müssen auch auf der anderen Seite dafür sorgen, dass die Länder die Möglichkeiten wahrnehmen, eigene Finanzkraftverstärkungen zu erzielen, beispielsweise auch dadurch, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten verbessert werden, dass mehr Finanzkraft erzielt werden kann. Es gibt ja auch die Diskussion über Zuschläge bei bestimmten Steuern und so weiter. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Jedenfalls müssen wir erreichen, dass die richtigen Anreize gesetzt werden. Und da bin ich beim nächsten Thema, es ist ja auch schon angesprochen worden, das derzeitige Finanzausgleichssystem bietet keine Anreize, weder für diejenigen, die Zahlerländer sind, noch für diejenigen, die Nehmerländer sind, weil die einen werden von dem Schicksal ereilt, dass sie fast von jedem Euro, der zusätzlich in die Kasse kommt, dass sie denen den Länderfinanzausgleich geben müssen. Und die anderen, die Nehmerländer, sind in der Weise negativ betroffen, dass Eigenanstrengungen sozusagen nicht belohnt werden, weil dann eben weniger Finanzausgleichsleistung in ihre Kassen fließt. Hier müssen wir wieder ein Gleichgewicht herstellen, hier müssen wir wieder eine Balance herstellen. Es kann nicht sein, ich habe auch eine weiß-blaue Krawatte heute, weil ich aus Bayern komme, möchte ich aber trotzdem darauf hinweisen, es kann nicht sein, dass bald ein einziges Bundesland alleine mehr als die Hälfte des Länderfinanzausgleiches leistet. Bayern im letzten oder in diesem Jahr vermutlich 5,45 Milliarden Euro. Hier müssen wir wieder die Dinge ins Gleichgewicht bringen, ins Lot bringen. Es muss sich Leistung wieder lohnen.
auf beiden Seiten, für diejenigen, die Geberländer sind, aber auch für diejenigen, die Nehmerländer sind. Das heißt, es müssen die richtigen Anreize auch geschaffen werden. Und das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass wir nicht solidarisch sein wollen. Es bleibt immer noch viel genug dann zu tun, bleibt immer noch viel genug übrig, was geleistet wird und werden muss von den Geberländern an die Nehmerländer. Aber wie gesagt, wir brauchen auch hier die notwendigen Veränderungen. Es muss wieder manches auf die Füße gestellt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen aber, dass die föderalen Strukturen nicht beschädigt werden. Dazu brauchen wir auch die Länder, die müssen dazu auch ihren Beitrag leisten. Aber wir wollen auch auf der anderen Seite nicht, dass der Föderalismus von der Bundesseite her in Gefahr gerät. Wir haben ja vorhin das Stichwort Steuerverwaltung schon genannt worden. Bundesauftragsverwaltung ist auch schon in die Diskussion eingeführt worden. Ich habe nicht den Eindruck, dass dort, wo wir zentrale Verwaltungen haben, nenne nur beispielsweise auch die Eisenbahnen des Bundes und das Eisenbahnbundesamt, ich nenne beispielsweise auch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung nur als Beispiel, ich habe nicht den Eindruck, dass in Summe zentrale Verwaltungen leistungsfähiger sind als föderal strukturierte Verwaltungen. Und da würde ich doch sehr darauf Wert legen, dass wir dieses auch entsprechend sehen. Wir brauchen mehr und nicht weniger Eigenverantwortung im Bereich des Länderfinanzausgleiches oder des Bund-Länderfinanzausgleiches, auch das gehört dazu. Wir brauchen mehr Anreize für eigene Leistung. Wir wollen auch den Föderalismus nicht durch die Hintertür abschaffen. Und wir sollten aber auch darauf achten, und wir sind selber ja auch nicht ganz unschuldig, und Kollege Brinkhaus hat das angesprochen, wir sollten aber auch darauf achten, dass wir nicht immer wieder neue Mischfinanzierungen und ähnliche Dinge einführen. Wir müssen auch darauf achten, dass in Zukunft wieder stärker jede Ebene ihrer eigenen Verantwortung, auch Finanzverantwortung, gerecht wird und nicht dann immer, wenn es bequemer ist, nach dem Bund zu rufen, nach dem Bund gerufen wird. Unser Ziel muss ein transparentes, ein solidarisches, ein faires und ein anreizorientiertes System sein, das ein gesundes finanzielles Fundament für einen funktionierenden Föderalismus auch in unserem Land darstellt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist jetzt der Kollege Johannes Kahrs, SPD-Fraktion.